So, jemand da? Nein. So viel dazu. Okay, dann mal ganz fix wieder weg hier. Du musst jetzt eine DNS-Probe der Wucherung finden. Laut den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. Ich habe das Gefühl, die erzählen mir nur Sachen, die ich sowieso schon weiß. Was ist denn dieses Gegrunze hier? Ich mag nicht. Dieses Loch hier sagt mir auch gar nicht zu. Kommt mir das nur so vor oder jagt das Vieh mich? Bitte sag, dass mir das nur so vorkommt. Oh Scheiße. Bitte sag, dass es mich nicht jagt. So, ab in die Klinik mit uns. Da gehören wir auch hin, glaube ich. Und der Typ da auch. Ihre Beharrlichkeit erstaunt mich. Sie klammern sich an den allerletzten Strohhalm und lassen einfach nicht los. Wag es noch, hier einen Vieh reinzuschicken. Wir halten an dem fest, was einst ihre Welt war. Aber sie gehört jetzt den Kindern. Freuen Sie sich über das Wissen, dass ihr Tod ihre Geburt bedeutet. Es kommt. Ach! Beten Sie. Wofür genau soll ich denn jetzt beten? Lass mich raus! Lass mich bitte raus. Okay, jetzt ist ja offen. Ist irgendwie etwas merkwürdig, was der Dr. Mercer hier mit uns vorhat. Ich blick da nicht so ganz durch. So, erstmal schön Energie einsammeln hier. Okay, hier waren wir ja auch schon mal, würde ich sagen, ne? Das kommt mir noch ziemlich bekannt vor. Der klingt so, als ob er gleich um die Ecke steht. Was? Nein! Oh, bitte nicht. Fuck, wo soll ich hin? Oh, fuck, 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 fuck. Oh, Scheiße. Was soll ich denn tun? Hier sind alle Türen zu. Ach du Kacke. Leute, was soll ich tun? Erstmal die Beine abschneiden, so ist recht. Oh nee, komm. Wie viele denn noch? Scheißdreck. Lad nach! Lädst du jetzt vielleicht mal nach? Oh, leer. Na spitze. So, das war's für dich schon mal. Jetzt noch der... Was ist du denn hier? So, wo ist der kleine Bastard? Da drüben. Ah, noch so ein Vieh. Oh. Waffe wechseln. Komm jetzt hier. Scheiße. Schieß doch, schieß doch, schieß doch. Wieso schießt er nicht? Oh, nein. Ich hab die falsche Waffe weggetan, oder? Oh, nein. Komm. Nee, hä? Ich blick gerade überhaupt nicht mehr durch mit meinen Waffen. Ey, Gott verdammt nochmal, Lieben. Bleib liegen! Scheiße! Oh, lauf doch weg! Du sollst mich irgendwie schlagen, Mensch! Ich wäre jetzt erstmal dankbar, wenn das Spiel irgendwie flüssig laufen würde und wenn ich ein bisschen Muni hätte. Ja, was soll ich denn jetzt? Was soll ich tun? Ehrlich mal, was soll ich tun? Haben wir noch... Scheiße! Unsere Muni ist alle, unsere Medizin ist alle... Ich habe nichts mehr! Was ist das denn? Und ich habe nicht gespeichert davon, oder? Komm, erstmal einstasen hier den Typen. Und erstmal dich weg. Was? Oh Gott. Ein bisschen Licht wäre auch geil. So, weggekickt mit dir hier. Ja, klappt gut mit der Stase. Jemand hält ständig die Türsteuerung runter. Ich habe das Schloss jetzt überbrückt. Fällt dir aber früh ein, Mensch.
Welches Schloss hast du denn überbrückt? Hier drüben, okay. Toll. Mach zu. Oh, Gott sei Dank. Bloß gut, dass ich noch so viel Leben habe und so viele Medikits und so viel Muni. Scheiße. So, was haben wir denn? Hier haben wir jetzt noch 4 Schuss. Hier, die ist voll, okay. Und die Waffe hier hinten? 2. Nein, doch noch ein bisschen. 8, okay. Mal so. Ich habe die falsche Waffe ausgepackt, oder? Denn die Waffe, die funktioniert irgendwie überhaupt nicht, habe ich das Gefühl. Doch? Hä? Ach so. Aber ich habe trotzdem die falsche Waffe weggepackt. Ich wollte doch, glaube ich, die andere haben. Ach du Scheiße. So, ich brauche jetzt mal den Energieknoten. Ich muss jetzt mal hier rein. Es geht nicht anders. Mir geht's ja gerade so bescheiden. Was? Mach das Brett zu, Mensch. Oh ja, bitte, danke. Mir geht's ja gerade so bescheiden. Ich muss ja wirklich alles mitnehmen, was ich jetzt gerade hier irgendwie kriegen kann. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich gespeichert habe, dann würde ich ja sagen, ich spiele das jetzt nochmal ganz fix nochmal, diesen Raum. Aber ich weiß es nicht. Ach, wisst ihr was? Ich spiele es nochmal. Ich kann es nicht mit ansehen, wie meine Anzeige fast leer ist und ich ihn nicht heilen kann. Ich spiele das jetzt nochmal bis zu der Stelle und dann klinke ich mich gleich wieder ein. Bis gleich. So, okay, ich habe jetzt nochmal ein bisschen hin nachgespielt. Und diesmal lief es ein bisschen besser. Ich habe vor allen Dingen noch ein bisschen mehr an Heilung. Wie man hier sehen kann, wir haben noch 3 mittlere Medikits. Und ich habe auch mal... Oh, das Schema hätte ich mal wegschaffen können, fällt mir gerade auf. Und ich bin auch mal auf den tollen Trichter gekommen, einfach mal die Stase zu benutzen gegen das Vieh. Und das werde ich jetzt auch hier tun, denke ich. Das habe ich zumindest vor. Mal sehen, wie es klappt. Ich hoffe, dass ich dann ein bisschen mehr Leben am Ende noch übrig habe. Vor allen Dingen weiß ich ja jetzt, dass ich alle anderen Biester drumherum töten muss. Jetzt muss ich ja nicht panisch im Kreis rennen, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Von daher, los geht's! Wo ist er denn? Und wo kam der denn? Meister? Ach, hier hinten war er. Okay, dich angehalten. Und jetzt die anderen Gegner, bitte. Da. So, der tot. Jetzt du. Ah, weg mit dir. So, nochmal angehalten. So, dann hacken wir dir die Beine ab. Ich will immer so tun, als ob ich unaufgeregt bin. So, du bleibst schön in Stase, mein Freund. Okay. Tot. Sehr gut. Hier drüben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Und nicht doch. Komm. Bleib in Stase. Bleib in Stase, mein Freund. Okay. Haben wir jetzt alles hier? Ich renne nochmal kurz die Leichen ganz panisch ab. Bevor der Typ wieder... Nein, da ist noch was. Scheiße. Hier Stase. Oh Mist, andere Waffe. So, können wir jetzt immer noch nicht? Was? Irgendjemand hält ständig die Türsteuerung runter. Ich habe das Schloss jetzt überbrückt. Los! Ja, mach ich. Warte. Tür auf. Alter, Stase. Oh, weg hier. Mach zu. Puh, das lief besser als beim letzten Mal. Okay, wir haben es überlebt. Das ist schon mal das Positive dabei. So, ich werde jetzt aber hier keinen Energieknoten ausgeben. Diesmal lief es ja besser. Ich hoffe einfach mal, das ist gut so. Ich weiß es noch nicht, mal gucken. Dummerweise ist jetzt unser... Schneidewerkzeug, unser Cutter ist jetzt leer. Das heißt, wir rennen jetzt mal hier mit dem Impuls-Dingens rum. Ich habe übrigens auch mitgekriegt, was vorhin mit den Waffen los war. Da war ja so ein Chaos bei mir. Das Problem war, ich habe aus Versehen eine Waffe verkauft, statt sie aus dem Safe wieder aufzunehmen. Kannst du bitte mal da hinten das schnappen? Isaac, du wirst es ja wohl hinkriegen. Ja, schmeiß weg hier den Kram. Du wirst es ja wohl hinkriegen, diesen Gegenstand da anzuvisieren. Geht doch. Das Problem war, ich habe eine Waffe verkauft, statt sie aufzunehmen. Das ist aber auch blöde gemacht, finde ich, in der Menüführung. Man
wird ganz schnell dazu verleitet, aus Versehen die Waffe zu verkaufen, die im Safe ist, statt sie wieder ins Inventar aufzunehmen. Ist ein bisschen dämlich angeordnet alles. So, deswegen hatte ich dann bloß 3 Waffen und deswegen... Nein, ich hatte nicht 3 Waffen. Irgendwas war gewesen. Nein, Quatsch. Es war so gewesen, dass ich die vertauscht hatte, weil die alle Kanone heißen, die blöden Waffen. Und ich dann natürlich aus Versehen die falsche abgelegt habe. Und als ich es dann jetzt nochmal nachgespielt hatte, da hatte ich das Problem mit dem Verkaufen gehabt. So war es, glaube ich. Irgendwie so. Jedenfalls ist das mit dem Verkaufen ein bisschen blöde gemacht. So viel zu dir, Mistkerl. So, das ist gut, dass wir immer diese Branddinger da mitbringen, hier irgendwo hinlegen, wenn solche Viecher kommen. Die sind nämlich ganz schön... Ist das der Mercer? Nee, das ist irgendjemand anders, oder? Da bin ich gespannt. Das ist nämlich ganz schön blöd mit diesen Mistviechern, weil die ja diese komischen Minen oder was auch immer das darstellen soll, ausspucken. So, Halbleiter nehmen wir natürlich gerne mit. Die Credits auch, das Geflapper kannst du behalten. Was ist denn das für einer? Moment, mal gucken, wo wir lang müssen. Wir müssen da weiter. Okay, dann gucken wir, wer das ist. Meister? Hallo, bist du lebendig? Nee, der sieht schon blutig aus. Also ganz okay ist er zumindest nicht mehr. Du bist eine Frau? Lady? Können wir Ihnen helfen? Lady? Ach, hier unten liegt auch noch jemand. Na Mensch. Oh. Wollte ich doch gar nicht. Her damit. Macht ihr noch irgendwas außer rumzujammern hier? Darf ich euch erlösen oder irgendwas? Ich kann euch helfen. So zu... Oh. 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 Es tut mir leid. So zum Beispiel wollte ich sagen. Aber das war ja... Huch. Hier, schau mal, deine Freundin hat ihren Kopf verloren. Na komm. Oh, ich wollte gerade sagen, ich bin mein herzensguter Mensch, aber irgendwie scheint man die nicht beseitigen zu können. Nee. Hör doch mal bitte auf zu weinen, Mädchen. Gut, okay, ist ja bloß eine Sauerstoffstation. Okay, meine Stase ist leer, sehe ich gerade. Wir müssen unbedingt mal irgendwo wieder Stase aufladen. Aber wir haben sie ja zu einem guten Zweck verbraucht. Okay, haben wir tatsächlich wieder eine Abfuck-Szene hier gekriegt in der Intensivstation. Ist ja kaum zu glauben. So, und hier hatten wir ja auch die ersten Infos über Dr. Mercer erhalten. Hier lag ja schon mal ein Audiolog von ihm rum. So, haben wir hier noch irgendwas? 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 Hat Dr. Mercer vielleicht was hinterlegt? The Doc? Nein? Aber jetzt ist sein Büro offen. Genau, da sollen wir auch hin. Alles klar. Sehr gern, aber erstmal bitte mal öffnen. Ja, danke. Erstmal wird gespeichert. Denn ich habe keine Lust, diese ganze Kacke nochmal nachzuspielen. So. Haben wir das. Dann hinein zu Dr. Mercer. Doc anwesend. Was zur Hölle? Was ist denn das für ein Psycho? Wie sieht's denn hier aus? Vor allem... Wer zur Hölle legt sich halb verweste Köpfe in irgendein Glas und stellt sich das ins Regal? Was ist das für ein kranker Bastard? Hihihi. Nein, das doch nicht. Kannst du aber auch kaputt machen. Ich wollte eigentlich den... Ich will den Kopf haben. Mann. Gib mir den Kopf. Der gibt mir alles außer dem Kopf. Nee. Platzt der denn auch? Ja! Na, so ein Spaß. Das heißt, wir können ja aufholen. So. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Wir können auch einfach mal so machen. Okay, wir können die Gläser zerstören mit einem Schlag, aber mehr auch nicht. Ist auch interessant. Tut mir leid, wenn ich das jetzt mache, aber... Mich beschleicht ein leichter Ordnungshimmel an dieser Stelle. Und das bei mir. So. Nein, komm, ich höre jetzt auf. Okay, hier haben wir sogar einen Audiolog. Dann hören wir doch mal rein.